Ja, moin. Willkommen zu meinem ersten Handy-Video seit, keine Ahnung, seit Ewigkeiten gefühlt. Hat einen ganz einfachen Grund. Ich möchte meinen Kamerarucksack vorstellen mit dem Inhalt. Habe beschlossen, ich will jetzt nicht eine Kamera rausnehmen mit der filmen und dann die Kamera wechseln und dann reden. Sondern ich möchte es einfach mal unverfälscht mit einer relativ guten Audioqualität und eben Video mit Handy zeigen, was ich hier drin habe. Ja, es handelt sich um den Camera Pack 30 von der Firma Tasmanian Tiger. Zudem habe ich mein explizites Video gemacht für das Tagwerk. Das verlinke ich oben. Kannst du mal vorbeischauen. Und dann siehst du eben, was der Rucksack für Eigenschaften und für Features hat. Das ist die Infrarot-Version, ist also mit einer guten Infrarot-Signatur, vorne die Tasche jedoch nicht. Die habe ich separat angebracht. Und dieses Modell ist das aktuellste. Das, was ich im anderen Video vorgestellt habe, hat ganz kleine Änderungen oder ganz kleine Kleinigkeiten, die anders waren. Und der ist jetzt eben das aktuellste Modell. Warum dieses Video? Ich habe den Rucksack jetzt, ich weiß nicht, wie lange in Gebrauch, ist schon einige Zeit. Und habe jetzt auch ein anderes Objektiv noch dabei und einfach andere Sachen und habe ihn jetzt schon so lange benutzt, dass ich jetzt schon in gewisser Weise ein bisschen System habe und ein bisschen mehr zu dem Rucksack an sich sagen kann. Okay, fange ich mal an. Erstmal außen, rechts und links kann man eben die Stative dran machen. Ich habe relativ kleine, einmal so ein recht leichtes Alu-Stativ, habe noch ein bisschen größeres und man sieht schon hier, ich habe einen Grimlock, also hier so einen Karabiner, den man öffnen kann, angebracht, um eben das Stativ besser befestigen zu können. Das sieht man hier auf der anderen Seite auch. Durch diesen Grimlock wackelt das weniger hin und her, denn ohne den kann das Dreibein dann doch schon hier hin und her wackeln und hin und her rutschen, tendenziell zumindest. Und damit ist es einfach mal sicherer dran, habe ich einfach hier an den Molleschlaufen festgemacht. Dadurch bleibt das sicherer dran, wackelt weniger. Seitlich hat man zwar Molle, nutze ich jedoch nicht. Vorne, die Lasercut-Molle nutze ich inzwischen, habe jetzt hier eine neue Tech-Pouch dran. Und habe ich hier vorne so ein kleines Fach, da werde ich vermutlich ein bisschen Schaumstoff reinmachen, um die Tasche zu polstern. Das mit der Tasche hier vorne drauf mache ich jetzt erst seit einigen Wochen. Hatte erst die kleinere Tech-Pouch dran, jetzt die große. Hat den Hauptgrund, ich habe für mein Fotografieren, nutze ich eben oft, weil ich mich selber fotografiere, Funkfernauslöser. Die habe ich eben hier drin, dass sie greifbar sind, griffbereit, auch wenn der Kamerarucksack auf dem Boden liegt. Kann ich hier die ganz einfach schnell rausnehmen. Vorne ist noch so ein kleines Reißverschlussfach in dieser Tasche, die ich per Molle angebracht habe. Hier habe ich mein Päckchen für mein Lavalier-Mikrofon, das ich jetzt gerade dran habe. Hier drin habe ich dann auch mein Diktiergerät oder hier diesen Audio-Recorder, kann man sagen, Olympus LS-P4. Kann ich jetzt eben schön mein Audio aufnehmen und das dann später in Premiere einfach übereinander legen und dann das Video mit der Audiospur versehen. Ersatzakkus von Panasonic, die Eneloop in Schwarz, habe ich genug dabei, weil die Funkfernauslöser brauchen eben diese Akkus hier. Ich habe dann noch die Kabel drin, die ich brauche, um diese Funkfernauslöser an der Kamera anzubringen. Einmal eben für meine große Kamera und dann nochmal für meine kleine Kamera. Das sind zwei verschiedene Stecker, oder besser gesagt zwei verschiedene Kabel. Noch ein zweites Lavalier-Mikrofon habe ich jetzt recht frisch, denn die kann ich auch an ein iPhone oder an irgendein Handy anschließen und dann so eine Audiospur aufnehmen. Wenn ich mal so eine Art Interview-Situation habe, kann ich dann eben zwei Geräte ausstatten. Oder auch wenn das Lavalier-Mikrofon verloren gegangen ist oder kaputt gegangen ist, habe ich noch ein zweites als Backup. Das ist das Rode SmartLav Plus, meine ich. Ja, das benutze ich jetzt auch schon seit einiger Zeit. Das mit der Audiospur ist halt so, ich kann jetzt hier nicht großartig rumfummeln. Sonst hört man das eben so, aber es taugt mir ganz gut. Ja, oben hat man dieses Deckelfach. Hier finde ich es ein bisschen schade, dass wenn man den Rucksack aufmacht und dann hier drin rumkramen möchte, dass es der Batterie fast leer. Hier bei dem Deckelfach finde ich es ein bisschen schade, dass wenn man es eben so aufklappt, dass man schlecht Sachen rausholen kann, dass drin zwar Fächer sind, aber die taugen für mich persönlich jetzt kaum. Machen wir das nochmal zu. Drin habe ich also viel Zeug sozusagen als lose Schüttung. Einfach so eine Tasche, wo ich Sachen reinpacke, zum Beispiel jetzt gerade von meinem großen Objektiv den Ring, um es aufs Dreibein zu machen. Ich habe hier noch so ein Mikrofon, dass ich auch die Kamera direkt machen kann. Taschenlampe, ganz wichtig. Windschutz für meinen Audiorekorder. Den Infrarot-Fernauslöser. Der ist eigentlich nur praktisch bei Gruppenbildern oder wenn die anderen Geräte doch mal alle leer sein sollten, kann ich den nehmen. Der ist halt super klein, super kompakt. Akkus, die leer sind, werfe ich dann auch lose hier oben rein. In den meisten Fällen hier Adapter für Filter, also von groß auf klein zum Beispiel, dass wenn ich einen großen Filter habe, den ich vorne draufschrauben möchte, dann kann ich hier eben adaptieren. Oder andersrum, nochmal ein Kabel für das Mikrofon,
So. Dann habe ich noch ein paar Filter dabei, aber da habe ich jetzt nicht so super viele. Ich habe hier zum Beispiel einen zirkularen Polfilter und einen Infrarotfilter. Ja, der Infrarotfilter blockt alles sichtbare Licht und lässt halt eben nur noch Infrarot durch, ab einer Wellenlänge von 720 Nanometer. Damit mache ich im Regelfall meine Infrarotaufnahmen. Dafür braucht man hier auch eine Kamera ohne einen Infrarotfilter, der eingebaut ist, weil die meisten Kameras haben Infrarotfilter direkt in die Kamera eingebaut. Ja, dann habe ich hier noch einen 960 Nanometer Filter, meine ich, noch einen kleinen 720 Nanometer Filter und das war es so gesehen schon hier oben mit dieser losen Schüttung. Hier oben drin im Hauptfach, beziehungsweise das ganze Hauptfach kann man von oben und von vorne zugreifen und hier oben drin in dem Bereich habe ich eben meine Kameras. Habe ich jetzt so unterteilt, hier habe ich meine große Kamera, die Canon EOS 5DSR. Die passt hier auch mit Batteriegriff rein. Also Batteriegriff ist ja so, dass man hier unten nochmal einen Klumpen dran hat, die Kamera dann auch im Hochformat einfach auslösen kann oder eben auch zwei Batterien drin hat oder Batterien nutzen kann und über einen Adapter dann die Kamera mit Batterien betreibt. Ein 70-200 von Canon habe ich hier dran, passt hier wirklich sehr gut rein, ist glaube ich schon aber nahezu das Maximale, was man hier reinkriegt. Außer man macht eben dann unten Platz und lässt das Objektiv wirklich weit reinragen. Ja, hier oben sind nochmal zwei Fächer. Hier habe ich hier drüben meine alte 1000D als Infrarotkamera umgebaut. Die nutze ich auch nur für Infrarotaufnahmen, weil 1000D ist schon einfach alt. Hier drüben drin ist meine 70D, mit der ich aktuell fast immer meine Videos mache, denn die hat ein wendbares Display. Ist auch hier ohne Objektiv drin und die benutzt die gleichen Akkus von Canon wie meine große Kamera. Von daher, diese beiden sind meine Hauptkameras und im Worst Case, wenn die große mal ausfällt, muss ich hier eben meine 70D nutzen. Ich mache es fast immer so, dass ich die beiden Kameras an der Seite so reinpacke, dass ich hier oben direkt die Klappe zur SD-Karte öffnen kann. Also wenn ich von irgendwo nach Hause komme, stelle ich das Ding hin, komme an alle SD-Karten ran, kann die rausmachen, rüber kopieren. Ja, so viel zu den Kameras. Hier oben habe ich dann noch die kleinen Einklepptaschen, auch von Tasmanian Tiger. Da hatte ich ursprünglich die Kabel drin, die ich jetzt vorne in der Tasche drin habe. Und hier oben hatte ich auch diese anderen Sachen drin mit den Funkfernauslösern. Fand ich hier oben aber dann doch eher störend, weil ich dann immer hier oben aufmachen musste. Aber ich, wenn ich die Kamera draußen habe, hauptsächlich eben mit vorne dem Fach arbeite. Ja, komme ich nun zu vorne dem Fach. Ja, hier vorne erstmal zum Abhusten der Objektive von Staub oder auch die Kamera kann man so von Staub befreien. Denn besonders wenn irgendwas Sandiges dran ist, dann kann man vom Reiben eben die Linse verkratzen oder so. Und so kommt man auch recht gut ran und pustet Sachen halt einfach weg. Ich habe einen Telekonverter dabei, einen zweifachen. Ja, den kann ich eben beim 70-200 dran machen, habe dann eben 140 bis 400. Ja, so mehr oder weniger. Jetzt in der Entfernung fängt es schon an zu donnern. Beeile ich mich ein bisschen. Nochmal hier eine Kappe fürs Objektiv zum Zumachen und einmal für den Kamerabody. Eben so als Ersatz so gesehen, weil es wäre schon sehr ärgerlich, wenn ich irgendwie beim Umbauen so ein Teil verliere und dann hier oben drin die Kamera haben muss, ohne den Kamerabody zu verschließen. Ich habe meinen 17 bis 40 mm von Canon. Das habe ich hauptsächlich noch, weil das eben Spritzwasser geschützt ist und wenn es mal wirklich relativ stark regnet und ich einen Auftrag fotografieren muss, würde ich trotzdem dieses 17-40 nutzen. Oder wenn ich eben den Weitwinkel brauche, dann auch dieses 17-40. Das werde ich irgendwann mal ersetzen gegen ein anderes. Aktuell leistet es mir schon ab und zu noch gute Dienste, benutze ich aber nicht mehr so viel. Okay, dann habe ich meine zwei Hauptobjektive. Neben dem 70-200, die sind von Sigma, Sigma Art-Serie, habe ich in dem mitgelieferten Päckchen. Ich muss mal schauen, von Tasmanian Tiger gibt es auch Objektivtaschen. Vielleicht kriege ich die hier noch rein, weil mir da ein bisschen die Flausch-Varianten fehlen, um zu wissen, wie ich das da reinpacke. Aber hier drin, kann ich auch aufmachen, wer das da drin ist, habe ich einmal mein 24 mm Objektiv mit Blende 1.4. Kann ich auch wieder zumachen. Ich hatte die ursprünglich immer lose drin, aber irgendwie hat das hier zu viel rumgewackelt in dem Rucksack. Und wenn ich ihn aufgemacht habe, waren alle Objektive erstmal entblößt. Das gefällt mir nicht so gut. Und hier drüben drinne eingepackt, habe ich eben noch meinen 85 mm von der Sigma Art-Serie, auch Blende 1.4. Ich habe auch immer so ein paar Silizia-Päckchen irgendwo in dem Rucksack, dass wenn jetzt hier ein bisschen Feuchtigkeit rankommt und ich das einpacke, dann packe ich es einfach so ein Silizia-Päckchen, das halt Feuchtigkeit anzieht oder aufsaugt, hier mit rein. Und dann kann das halt die Feuchtigkeit so ein bisschen wegnehmen.
weil diese Sigma Art Objektive sind nicht spritzwassergeschützt und wenn man da ein bisschen Feuchtigkeit hat und es wird dann warm oder man hat es in der Hand, kann der Dampf reinkommen und die Objektive können innen beschlagen. Das ist sehr doof, vor allem wenn man viel draußen ist wie ich, aber dafür sind die preislich wirklich top und auch von der Bildqualität finde ich persönlich die wirklich sehr genial. Hier vorne habe ich noch ein Fach, da habe ich jetzt gerade nur Graukarten drinne und halt hier so ein Pfeil. Mit dem Pfeil, sieht man jetzt auf dem hellgrünen Untergrund fast gar nicht, kann ich am Boden eine Position markieren. Wenn ich sage, ich mache Vergleichsbilder oder irgendwas und ich stelle mich immer dahin, dann lege ich das Ding auf den Boden und weiß, ich stelle mich immer dorthin. Da ist der Fokuspunkt hin ausgerichtet oder wie auch immer und kann halt einen Punkt auf dem Boden wiederfinden. Ich habe ursprünglich immer mal die Mütze genommen und hingelegt oder einen Handschuh, aber die sieht man deutlich schlechter und wenn man das vergisst, ist halt echt ärgerlich. Und das hier sieht man so gut, dass man es tendenziell auch gar nicht vergisst. Ja, Blitz nutze ich aktuell ja fast gar nicht, also ich blitze nahezu null. Wenn ich blitze, dann packe ich den Blitz hier halt noch mit rein und vorher hatte ich den oft hier oben mit drin, aber jetzt habe ich halt alle drei Kameras drin und hier drin hatte ich dann noch so einen, oh, wie hieß der, ich weiß, Larry Fong, von Larry Fong glaube ich, so einen Diffuser für den Blitz, dass das Licht eben weicher ist, hatte ich dann hier mit drin. Oft lege ich noch so einen kleinen Reflektorschirm, den man eben so verdreht und dann so klein hat, hier oben mit drauf und packt den hier mit rein, wenn ich ihn brauche, wobei ich den auch nicht immer dabei habe. Aber kann schon teilweise echt nötig sein, vor allem für den Bereich Video ist so ein Reflektor auch schon oft sehr hilfreich. Ja, der Rucksack ist natürlich jetzt super stark bestückt, da ist so viel drin. Normalerweise renne ich auch bei einem Auftrag nicht mit dem kompletten Rucksack rum, sondern ich habe den Rucksack irgendwo greifbar oder habe ihn im Auto liegen und habe halt so dann einfach alles dabei. Ich hatte eine lange Zeit meine ganze Ausrüstung, meine Fotoausrüstung gestückelt, hatte hier das liegen, da das liegen, Ersatzakkus woanders. Aber ich habe zu oft die Erfahrung gemacht, wenn ich es nicht zusammen habe alles, dann ist es zu ärgerlich und zu viel Stress, das immer alles separat wieder einzupacken. Und so tue ich mir halt einfach, habe alles nahezu standardmäßig drin. Die anderen Sachen, die ich nicht drin habe, wie zum Beispiel Blitzzeug und Reflektor, habe ich an einem Ort in meiner Wohnung. Und wenn ich das brauche, packe ich es halt doch rein. Ja, mit dem Rucksack bin ich soweit wirklich super zufrieden. Wenn ich irgendwo bin und arbeite, lege ich den halt eben hin, mache den einfach auf, habe hier Zugriff auf meine Objektive. Manchmal mache ich den Deckel nur so zu und normalerweise reicht das auch, oder ich mache halt ganz zu. Was ich jetzt noch vergessen hatte, ist, hier drin ist eigentlich eine mitgelieferte Tasche für Akkus und SD-Karten. Fand ich anfangs cool, wenn man die Akku theoretisch rausnehmen kann, alle Akkus laden kann. Mache ich inzwischen nicht mehr so. Ich habe fast immer Akkus, mit denen ich arbeite, in der Beintasche. Rechts die vollen, links die leeren. Danach gehen die leeren hier oben ins Deckelfach oder werden abends wieder aufgeladen und sind somit wieder voll. Und dann packe ich die einfach hier nochmal in so zwei kleine Taschen. Also vor allem diese größere Tasche packe ich hier die Akkus rein. Einfach lose. Passen nämlich mehr rein. Ich glaube, in dieser fertigen Tasche passen vier rein und da ist der Platz meiner Meinung nach nicht effektiv genutzt. SD-Karten packe ich hier rein, da habe ich auch so einen WLAN-Adapter für die Kamera und auch ein Päckchen für CF-Karten. Jetzt aktuell habe ich meine Ersatzkarten, die ich eigentlich hier drin habe, in den Kameras und die anderen sind noch so mehr oder weniger als Datensicherung an meinem Schreibtisch. Und so habe ich die eben hier gut geschützt, sehr kompakt hier drin. Und ich riskiere nicht, dass wenn ich an einen Akku ran muss, was oft vorkommt, dass dann eine von den SD-Karten rausfällt. Und weil ich die nicht oft brauche, wird es auch lange nicht auffallen. Ja, ich benutze den Rucksack jetzt schon recht lange. Ich bin super zufrieden. Was mir vor allem gut gefällt, ist, dass er eben durch die taktischen Farben sich sehr gut in mein Setup reinfügt, nicht auffällt. Und das Rückensystem ist halt auch sehr angenehm. Den Hüftgurt habe ich abgemacht. Nutze ich bei diesen kleinen Rucksäcken fast nie, weil auch die Rückenlänge für meine Rückenlänge einfach tendenziell zu kurz ist. Oh, eine Sache noch. Unten ist ja dieses Fach für die Regenhülle. Da habe ich hier auch von Ghostot so einen Rucksackbezug reingepackt. Das ist der kleine 30 Liter Rucksackbezug. Und den kann ich auch, wenn ich es brauche, über meinen kleinen Rucksack drüber machen. Ja klar, jetzt hier auf dem Boden wäre der braune besser. Wenn ich den jetzt irgendwo hinlege und sage, ich lasse den im Wald irgendwo liegen und gehe ein bisschen weiter und mache da Bilder, dann fällt er nicht auf. Man sieht den nicht, wenn der im Gebüsch liegt. Und so kann ich mich ein bisschen sicherer fühlen. Oder wenn ich getarnt sein müsste, kann ich den Rucksack jetzt eben auch so mit diesem genialen Rucksackbezug aufziehen. Jedoch würde ich inzwischen vermutlich eher die 60 Liter Version nehmen, einfach ein bisschen mehr Platz zu haben, denn vor allem mit den Stativen außen dran ist das ganze gute Stück doch schon ein bisschen größer.
das war's soweit. Dann vielen Dank fürs Anschauen. Schreib auch gerne in die Kommentare, wie jetzt diese Handy-Version war. Werde ich in Zukunft nicht öfter machen. Würde mich trotzdem interessieren, wie es jetzt ankam. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.